Der Mann Aristoteles, Blüter, ich erzähle es, er spielte Philosoph und fragte die Klangung, warum ist etwas da, was da vorher noch nicht war, das hat bestimmt einen Grund, vielen Dank für diesen Fund. Ein Mann genannt Diogenes, der tat was Ungezogenes, der hat, wie alle wissen, sich selber weggeschmissen. So lebt er mit Wonne in einer dicken Tonne, das war ein echter Renner, heute macht das jeder Penner. Die Philosophen waren alle besoffen, das ist kein Witz und auch kein Neid, die waren breit die ganze Zeit. Die Philosophen waren alle besoffen, liest man nur kurz in ihren Texten, merkt man, dass sie Wodka exten. Wahrheit ist zu später Stunde eben ein Fass, ohne Grund noch mal ganz offen. Das lässt mich hoffen, dass man's im Leben zu was bringt, wenn man trinkt. Ein Mann, der Schopenhauer, der macht mich wirklich sauer. Der hatte einen Willen, den konnte aber nicht stillen. Er fand, das sei beschiss, dass die Welt das Wiese ist. Nun, das ist uns allen klar, Schopi machte das zum Star. Ein Mann mit Namen Hegel, das war ein rechter Flegel, der konnte etwas meinen und es gleichzeitig verneinen. Er widersprach sich ständig, das fand man wohl sehr wendig und man nannte diese Hektik hochtrabend Dialektik. Philosophen waren alle besoffen, Hacke Strunz sind dich, die Philosophen waren alle besoffen, liest man nur kurz in ihren Werken, sagt und die sich denkt verstärken, mit dem tiefen Blick ins Glas in Vino Veritas, doch mal ganz offen, das lässt sich hoffen, man's im Leben besser läuft, wenn man säuft. Ein Mann, das war der Platon, da erzähl ich euch noch grad von. Der wollt was von Sokrates, doch Sokrates, der verbat es. Drum erfand der Platon Liebe, die auskommt ohne Triebe. Na, wie soll denn das jetzt gehen? Die Philosophen, sie waren voll gesund, Rand, das nennt sich nüchtern. Dann die Philosophen, waren sowas von besoffen. Lies man nur kurz in ihren Schriften, merkt man, dass sie wohl auch kifften. Erst eine große Tüte bauen und dann die Wahrheit schauen. Doch mal ganz offen, das lässt nicht hoffen. Ich bin betroffen, könnt mich zoffen, denn mir wird auf einmal klar, was der Grund des Übels war. Drum ist alles schief gelaufen und sie fingen an zu saufen. Waren sie auch noch so schlau? Ihnen fehlte was. Na, was war denn das? Na, was nur? Ja, findet man schwerlich in der Philosophie, doch mal ehrlich, es wäre auch verlogen zu sagen, Frauen nehmen keine Drogen. Und doch ist etwas anders als beim Mann. Ja Mann, was kann das denn nur sein? Ich denk und denk, jetzt brauche ich erstmal ein Getränk. Bam.